Heute stellen wir euch den 3 Jahre alten Jubas vor. Für Jubas suchen wir Paten, denn er ist aktuell gesundheitlich so angeschlagen, dass er nicht vermittelt werden kann. Der 3-jährige Rüde lebte lange Zeit bei einem Fischer, der ihn nicht gut behandelte, ihm oft kein Essen gab und kein Trinken. Medizinische Versorgung hat er auch nicht genossen, weshalb er leider an Leishmaniose erkrankt ist und diese Krankheit auch schon seine Nieren befallen hat. Die Einschätzung des Tierarztes lässt uns allerdings hoffen, denn auch wenn Leishmaniose nicht heilbar ist, so ist sie kontrollierbar und diese Chance hat Jubas allemal. Deshalb suchen wir heute Paten für Jubas, die diese Behandlung finanziell monatlich unterstützen. Denn unser 3-jähriger Kerl ist verschmust und genießt das Leben auf der Farm wirklich sehr. Endlich kann er lernen, dass auch Menschen positive Seiten haben können. Seit November 2023 können wir sagen, dass die Leishmaniose von Jubas wirklich sehr gut unter Kontrolle ist. Damit das so bleibt und Jubas im besten Fall in die Vermittlung gehen kann, brauchen wir dringend Paten für ihn. Wenn du dir jetzt also vorstellen kannst, Jubas monatlich zu unterstützen, dann findest du einen Link in der Videobeschreibung, wie du Jubas zu einem Patenhund von dir machen kannst. Eine Patenschaft kann ab 10 Euro im Monat übernommen werden und kann ebenso auch verschenkt werden, eventuell sogar ein super Weihnachtsgeschenk. Bei Fragen melde dich gerne und mehr Informationen findest du über den Link in der Videobeschreibung, ebenfalls auch zu Jubas Geschichte. Vielen Dank!